Intel will tatsächlich bei den großen Jungs AMD und Nvidia im Grafikkartensektor mitspielen. Also, das ist ja mal interessant. Aber wie wollen die das bewerkstelligen? Intel ist bekannt für deren High-Performance-Gaming-CPUs und ihren Deep-Learning-Supercomputern. Auch nicht mehr. AMD hat da nämlich die Nase vorn. Vielleicht hätten sie sich doch auf ihr neues CPU-Line-Up konzentrieren sollen. Denken vielleicht die meisten. Aber kann Intel tatsächlich im Grafikkartensektor mitspielen? Zumal beide anderen Firmen 20 und 30 Jahre lang Erfahrung in diesem Sektor haben. Das und mehr nach dem Intro. Als Intel letztes Jahr zur CES eine Grafikkarte vorgestellt haben, waren alle nur so, kann das gut gehen? Die Frage ist aber nicht, ob das gut gehen kann, sondern wann das Ganze gut gehen wird. Intel ist eine wahnsinnig mächtige Firma, stinkreich und haben beinahe unendliche Ressourcen. Also ist die Antwort jetzt schon, ja, die können überall mitstinken. Und als sie letztes Jahr ihre Grafikkarte vorgestellt haben, liefen sogar Games drauf. In 1080p, auf mittleren Details. Warframe. Ja, ich denke, ihr denkt dasselbe wie ich. Was zur Hölle ist Warframe? Einigen Analysten nach, die sich die Szenen angesehen haben, lief das Spiel auf Intels Xe oder Xe, oh Gott, wie gern würde ich einfach nur Xeon sagen, aber das ist es ja nicht, auf deren Grafikkarte also mit zwischen 30 und 50 FPS. Ich habe das Ganze mal vorbereitet, musste mich aber zunächst mal erkundigen, was Warframe überhaupt ist und mal einen Versuch aufgebaut. Das hier ist mein Rechner, viele kennen ihn aus den anderen Videos, die ich auf diesem Kanal präsentiert habe. Ich habe eine wassergekühlte 1080 Ti drin und einen Intel i9, der leider Gottes seit AMD ihre neue Prozessorgeneration angekündigt haben, richtiges Altmetall ist. Aber wir wollen zunächst mal sehen, was eine 1080 Ti in 1080p mittlere Details in Warframe hinkriegt. Warframe ist also noch so ein, ich muss mich zunächst stundenlang irgendwo registrieren, Massive Multiplayer, diesen Kanal abonnieren, online Glocke aktivieren, umständliche Steuerungs-, Third-Person, taktischer Shooter, wie es ihn sonst wie Sand am Meer gibt. Ja, sieht bescheuert aus, oh mein Gott, er steuert sich so furchtbar. Nase! Das geht sogar. Unfassbar. Okay, das ist also Warframe. Wie gesagt, Warframe funktioniert auf meinem Rechner mit einer 1080 Ti bis zum Anschlag, bis zum FPS-Lock mehr oder weniger. Wir probieren das Ganze gleich mal, um es zu vergleichen. Ich setze die Auflösung auf die tatsächliche Monitoreinstellung und selbstverständlich auf hoch, bestätigen das Ganze und sehen uns an, wie Warframe dann funktioniert. Ja, und erneut, trotz höchster Einstellungen, höchster Grafikeinstellungen, kommen wir hier in die Nähe des FPS-Begrenzers, 160 FPS, 155 und so weiter. Selbst bei Schildstoß, Schwertstoß und so weiter kommen wir nicht unter diese Marke. Also, wie man sieht, Warframe ist nicht unbedingt anspruchsvoll. Also hätten wir somit das mal geklärt. So, jetzt nachdem wir endlich festgestellt haben, dass Warframe selbst auf einem Toaster laufen würde oder eben in meinem Rechner mit einer knapp 3 Jahre alten 1080 Ti, stellt sich die Frage, wie genau Intel es anstellen will, mit AMD und Nvidia zu konkurrieren. Oder sind die Produkte, die Intel rausbringen will, auch tatsächlich als Konkurrenz für Nvidia und AMD gedacht? Oder wollen die ganz was anderes damit erreichen? Aber dazu müssen wir uns Intels Lineup ansehen. Und das sieht aus wie folgt. Well, ladies and gentlemen, I'm pleased today to show you our new SoC. Aber halt, bevor ich euch von den neuen Intel GPUs erzähle, zunächst was zu den alten. Ich sagte am Anfang, Intels GPUs werden vielleicht nicht gleich, aber irgendwann relevant im Gaming-Sektor sein, denn genau da sind sie neu. Jedoch hat Intel schon einige Erfahrung mit Grafikkarten und ihre Xe ist nicht der erste Vorstoß im Gaming-Bereich. Mitte der 2000er rumorte die Presse, dass Intel ein geheimes Projekt namens Larrabee in Planung hätte und 2009 zeigte Intel einen existierenden Prototypen auf der Supercomputing-Messe.
Leistungstechnisch konnte sie mit einem Teraflop Leistung jedoch nicht überzeugen, zumal AMD und Nvidia diese Grenze schon 2008 mit der 280 GTX bzw. HD 4870 erreichten. Da Intel somit den Gaming-Bereich nicht erobern konnte, tauften sie das Projekt kurzerhand in Intel Xeon Phi um und verkauften die Einheiten als Co-Prozessoren für Supercomputer. Linus Tech Tips hat sogar eine Folge draus gemacht. Intel hörte jedoch nie auf, Grafikchips zu produzieren. In jedem i5, i7 und so weiter von Intels Desktop-Reihe befindet sich eine integrierte Grafikeinheit. Nicht berauschend, ich weiß, jedoch eine wichtige Information, da diese über die Generationen spürbar stärker wurden. Doch jetzt, 11 Jahre später, präsentiert sich Intel erneut mit neuer Chip-Architektur und einer ganzen Palette an GPUs. Die Namensgebung ist hier übrigens ähnlich verwirrend wie bei AMD und Nvidia. So ist Xe-LP ein Low-Power-Chip für Laptops, welche tatsächlich schon geliefert werden. Zwar klar stärker als alles, was Intel bisher geliefert hat, jedoch für jeden 1440p und darüber Gamer nicht interessant. In 2021 soll das Midrange-Segment Xe Max aufmischen. Diese Grafikkarten sollen wohl dem Anfangssegment von Nvidia und AMD Angst machen. Im aktuellen Fall einer bereits angekündigten 3060 Ti. So prognostiziere ich das zumindest. Für das Gaming-Segment kommt Xe HPG ins Spiel oder High Performance Gaming. Für Enthusiasten und wie gehabt Supercomputing, Deep Learning, AI und andere IT-Fachbegriffe kommt Xe HP. Laut Leaks und Spekulationen sollen selbst im 3080 Zerstörer Xe HPG bis zu 4096 Recheneinheiten, bis zu 16 GB RAM und 256-Bit Speicheranbindung möglich sein. Was nach viel klingt, ist jedoch für heutige Standards eher lächerlich. Eine 3070, also Nvidias Midrange-Produkt, bietet 5888 CUDA-Kerne. Mit einem Price-Tag von, wie gesagt, das ist alles nur Spekulation, $599, merkt man aber auch, dass Intel nicht wirklich im High-End-Segment mitspielen will. Ich glaube nämlich auch kaum, dass Intel plötzlich einen echten Hasen aus dem Hut zaubert, der billiger und schneller sein soll als die Konkurrenz. Ich befürchte stark, dass Intel es erstmal mit den noch immer ausgezeichneten Karten 1080 Ti und Radeon 7 aufnehmen muss. Aber kurz vor Fertigstellung dieser Zeilen teilte Intel mit, dass auf ihren GPUs Raytracing unterstützt werden würde, was sie für den Einstiegs- bzw. Midrange-Markt dann doch durchaus interessant machen könnte. Wie schon beim AMD-Video kann ich nur eines wiederholen. Ich hoffe, dass all das, was ich hier gesagt bzw. prognostiziert habe, nicht der Wahrheit entspricht und wir bald einen vernünftigen AMD- und Nvidia-Konkurrenten mit an Bord haben. Jetzt fehlt nur noch, dass Nvidia anfängt, CPUs zu produzieren. Das wäre doch mal was. Wäre mal interessant sagen zu können, in meinem System steckt ein Intel Sockel GeForce Motherboard mit CTX 9850 Ultra CPU und einer AMD Radeon 6800 XTX Max Pro. Can you feel it? Alles klar. Wieso ich der Meinung bin, dass Intel es diesmal durchaus schaffen könnte, eine dedizierte GPU zu etablieren? Ganz einfach. Auch wenn ausnahmslos alle, die dieses Video schauen, Leute sind, welche ihren eigenen PC zusammengebaut haben oder zumindest mal den Rechner aufgemacht haben, um was auszutauschen oder abzudaten, wird der Markt noch immer von gammligen Fertig-PCs dominiert. Und wenn Intel es schafft, sich Verträge mit Dell, Lenovo und anderen zu sichern, könnt ihr euch sicher sein, dass die Budgetokalypse stattfinden wird. Eine Etablierung ist somit nicht schwierig, doch Intel scheint es diesmal auch ernst zu meinen und höher hinaus zu wollen. Ich für meinen Teil hoffe, dass dies klappt. Mehr Konkurrenz, mehr Karten, ergo weniger Kosten für den Endverbraucher. Finde ich super. Aber nun zu euch, was haltet ihr von Intels Plänen? Und können sie eurer Meinung nach es mit den schweren Jungs aufnehmen und mitmischen? Schreibt's mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite. Falls ihr mich unterstützen wollt, wäre ein Abo und Like ganz nett. Falls nicht, könnt ihr auch disliken. And don't forget, join the Legion. Lots of time. Done. Just like that. And it's not just analyzing the motion. It's not just analyzing faces. It's looking at region of interest. It knows what all of your people, all of your viewers, all of your followers, all of your customers want to see. Oh wow, also mehr Enthusiasmus kann selbst ich nicht an den Tag legen. Aber ihr, die wahren Fans da draußen, die bis zur letzten Sekunde meine Videos schauen, warten
auch auf etwas. Etwas ganz Bestimmtes. Nennen wir es einen Running Gag auf diesem Kanal. Etwas, das ich entweder irgendwo im Video verstecke oder es erst zum Schluss zeige. Wir alle wissen, warum ihr da seid. Also, Linus, kannst du mir helfen? Boom!